Servus, der Marc von Bitte Stimmen ist hier, bei mir ist die Erika. Hallo. Hallöchen. So, Ohrringe, rechts zwei Stück. Ja. Deine Tochter war bei mir, sagst du. Ja. Die war zufrieden. Ja, sehr. Sehr schön. Und der hat dich eingestiftet, oder? Genau. Das hat mir so gut gefallen. Dann habe ich gefragt, wo sie es gemacht hat. Und sie hat gesagt, wenn, dann musst du unbedingt zu Marc. Ja. Aber hat sie dich nicht begleiten können, wollen? Na, die arbeitet. Ja. Ich weiß gar nicht, dass sie so schnell da reagiert. Ach so. Ja. Aber Karin, kurz steht ja gut, ist mir eh mein lieber kurze Haare. Ja. Wie lange waren die vorhin? So, vorige Woche. Okay. Ja. Und fehlt dir nichts? Oder? Nein, gar nicht. Echt? Nein. Weil die meisten, die dann sagen, von da, das ist schon krasser. Ja, es war nur beim Friseur merkwürdig, wenn es so ein Blick nach hinten und dann siehst du, was da liegen bleibt. So, aber es fehlt mir gar nicht, nein. Nun ist es auch viel von der Temperatur, ne? Es ist leichter, weniger Gewicht am Kopf. Ja. Schon angenehm. Ja, das viele sagen, es ist cool. Wie kam es denn so zu den Sonnenwerfern? Das war so spontan. Echt? Sagst du wann? Ihm gefällt sehr gut. Okay. Ich auch dann mutig, ja. Cool, ja, da ist es schon vorgesprochen. Also er ist nicht der Mann, der nur... Dann zum Klingeln, so, was? Wer sind Sie? Ah, ich bin schon. Was machen Sie bei uns zu Hause? Ja. Nein, aber ihm gefällt das. Ich muss sagen, kurze Haare stehen Frauen auch. Also ein guter Kurzhaarschnitt ist was Tolles. Hat beides seine Berechtigung. Ja, genau. Du, ich sehe, da war schon mal ein Ohrloch an zwei. Ja, genau. Aber was war mit dem? Erzähl mir das. Das ist geschossen worden. Das war geschossen. Ja? Und das hat mir eigentlich immer irgendwie weh gemacht. Immer weh gemacht. Dann habe ich es immer wieder raus und habe es lassen. Okay. Vielleicht ist die Stelle nicht, ich weiß es nicht. Oder war es wegen etwas geschossen worden? Ich weiß es nicht. Aber das glaube ich eh nicht genau in der Mitte, weil ich wieder zwischen den Beinen dann. Ja. Ich messe mal das zweite Mal aus, wie das war, so von der Länge, weil ich habe so gewisse Längenabstände, die ich gerne beim zweiten oder dritten Mal. Ja. War das eher zu nah dran oder war das für dich von der das zweite Position? Das könnte ein bisschen weiter weg sein, glaube ich, ja, oder? Also ich, genau, man kann es immer so machen, wie es war, oder kurz dahinter. Man verhaucht dahinter. Und wenn es leichter ist, wenn man das verwendet, bin ich so ein Fan, du weißt, also es würde gehen, aber wenn ich mir eine neue Stelle aussuche, ein neues Gewebe ist einfach jungfräulich, also wenn ich da reinstehe, wo schon was drin war. Okay. Nimm ein Spiegel an die Hand, ich denke mal, das ist, was du dir vorgestellt hast. Das ist einmal dieses zweite Ohrläppchen. Ja. Aber etwas Abstand mehr zum Alten, wie du siehst. Also etwas weiter hoch. Oder soll man, wenn das jetzt da reinkommt, das andere, hätte es dann genau in die Mitte gepasst? Oder ist das. Du meinst das Aufdrütteln? Ja. Das könnte man machen. Oder ist das nicht schön? Also ich weiß es nicht. Ich verlasse mich da wirklich auf dich, weil du bist ein Profi. Ja, also es ist immer so eine, ganz ehrlich, schönes Spiel. Es ist immer die Frage, was man kurz. Aber da gefällt es mir auch, eigentlich gefällt es mir ganz gut. So also nicht nur, wenn ich ehrlich bin, sondern ich gucke mal, was wir auf Abstand haben. So, 32, das heißt, wir könnten. Man könnte es ungefähr in dem Bereich machen, aber das ist dann irgendwie eins. Und man könnte es auch so machen, was hier macht. Und wenn man hier in der Mitte drinnen etwa, hätte man quasi jetzt eins, zwei und etwas zu viel aufgeteilt, so zwischendrin. Ich weiß obwohl, nicht, ich finde das nicht. Ich glaube, mir gefällt es besser, glaube ich. Das macht mir jetzt zu wenig Sinn, dafür hast du zu wenig am Ohr. Ja, stimmt. Dann fragt sich jeder, warum sie deins macht, da und da oben. Ja, stimmt. Ich bin nicht so ein Fan davon. Weil dann kannst du große Sachen tragen, Kreolen, aber hast trotzdem, wenn du was trägst, eine Kreolen, nicht so einen großen Abstand. Ja. Das denkt man immer, warum? Und das ist für den Kraft oder dann spielt diesen Kraft vom Mobil. Ja, genau. Das passt schon mal gut, ja. Gut, dann gehen wir Schmuck. Jetzt bist du silberfarben, was ich sehe. Ja. Ich würde jetzt fast sagen, wir nehmen was mit Glitzer, das sieht ein bisschen schöner aus, dass ich dir mal zeige, was ich dann nehme. Und ihr habt angekreuzt, ich habe gesagt, Nickel vertrage ich nicht. Gell? Ja, das ist bei mir wurscht, weil ich habe Nickel, alles nickelfrei. Okay. Ja, das kann natürlich keiner mit dem Witz auf deinem Haus, wenn irgendeiner so dumm eingepackt hat. Also entweder wir haben als Silber eine Kugel mit so einem kleinen Swarovski-Kristall, das finde ich jetzt schöner. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt, und ich hätte dann diese Kugelgröße genommen wie hier. Ah, ich glaube, die kleine ist sehr herzig. Doch. Und, aber mit Glitzer oder ohne Glitzer? Ich glaube schon, dass es glitzern kann, oder? Also ich würde schon. Ist das nicht so der Glitzer, wie Bobby denkt? Ich würde auch so ein Highlight.
Ja, aber es schaut ja netter aus, oder? Ja, ich finde es schöner. Ich würde es dann mit Glitzer machen. Ja, okay. Weil es funkelt ein bisschen, du hast die kurzen Haare, da sieht es dann auch. Und dann ist es nicht ganz so metallisch, dann ist es ein bisschen aufgelockert. Gut, dann machen wir das. Ja. Das untere wird, wie gesagt, etwas weniger zwicken, das obere ist ein bisschen unangenehmer, weil es beides keine schlimmen Sachen sind. Das eine ist eben schon ein Knorpelpiercing, also kein Rohrloch mehr, was du jetzt quasi gebucht hast, sondern Knorpelpiercing. Aber das schaffen wir auch gut. So, Dali. Dann gehen wir dran. Was machen wir zuerst? Also, ich würde sagen, machen wir das obere zuerst, dann haben wir das erledigt. Okay. Was denn das heute? Spiegel wollte ich sagen. So. Lehn dich einfach locker hin. Ja. Spann dich. Das ist nicht wie beim Friseur bei mir. Du spürst ein bisschen was, aber ja. Da finde ich nicht dafür 100 Euro vor. So. Genau. Dann alles entführen wieder. So. Ja, immer gut, wenn man schon Referenzen und Empfehlungen hat von jemand wie deiner Tochter. Ja. Dann weiß man halt einfach, wo man hingeht, ist halt gut, ne? Ist klar. Ja. Ich sage das immer, das ist Mundpropaganda, das ist für uns auch das Allerwichtigste. Weil wenn jemand sagt, das war gut, man kennt den, dann glaubt man das dem. Ja, sicher. So, aber. Dampfbad, Schwimmen und sowas, da gibt es ein paar Regeln. Also Sauna, Dampfbad, Solarium und Schwimmen gehen wir die zwei Wochen nicht machen. Ja. Außer beim Schwimmen gehen ist, wenn du sagst, du bleibst bis zum Hals im Wasser. Ja, das geht schon. Oder bis dem Meerwasser drehen, da kann man es auch tauchen. Aber im See oder Flüssen würde ich einfach bis zum Hals. Oh, okay. So, dann haben wir hier einmal das erste und das zweite. So. Geht's dir gut vom Kreislauf? Ja, geht schon. Mein Tag geht gut. Super. Ist nicht so schlimm. Perfekt. Super, sind schon beide fertig. Super, super schnell. Vielen Dank. Ja, jetzt zeigst du mal den Spiegel, dass du mal siehst. Ja, gibt's das? So ist wieder. Ah fertig. Ja, sehr gut. Siehst du es? Schön. Ja. Und sie oben kannst du später mal drin reintun. Das ist ein Kaff. Genau, so ein Kreis. Ja, das kannst du dir machen. Schmale, breite, viele bleiben auch noch im Stecker. Man muss auch schauen, wie man sich dann im Alltag damit tut. Weil ein Ring ist anders am Ohr als ein Stecker. Man muss einfach probieren, weil die guten Mannen Ring nur am Wochenende rein und da lassen nicht immer drin. Ist halt wahrscheinlich. Genau, wie man möchte. Einfach mal schauen, wie es dann im Alltag ist. In 6 Wochen sehen wir uns nochmal hier zum Kontrollieren, zum Wechseln. Ich erkläre mal die Pflege. Okay. Zuerst werden die Hände gewaschen und desinfiziert. Ja. Dann nimmst du bitte Pondelinspray und Gel. Ja. Das gibst du mir mit. Zuerst musst du den Pondelinspray draufsprühen, vorne und hinten. Ja, den kleinen, ja. Den Spray. Also bei beiden, ne? Vorne, hinten, vorne, hinten. Weil es den Eindruck so 30 Sekunden. Ja. Nimm dann eine Küchenrolle. Ja. Mach mit der Küchenrolle vorne und hinten das Ohr sauber. Ja. Keine Wattestäbchen, weil es fusselt. Okay. Dann nimmst du das Gel, beim ersten Mal bitte aufdrehen und abschweifen, weil es ist versiegelt. Ja. Vom Gel einen Tropfen auf den Finger, vorne hinten drauf, da oben auch. Ja. Dann wird es ein bisschen einmal hin und her bewegt. Okay. Das Ganze machen wir 3 Wochen, 2-mal am Tag, morgens und abends. Ja. Und dann noch 3 Wochen, 1-mal am Tag, nur noch abends. Das heißt 6 Wochen im Stück. Okay. Und in 6 Wochen bist du bei mir. Du kriegst einen Reminder per SMS und per E-Mail. Also. Und die Pflegeleitung kommt per E-Mail an deine E-Mail-Adresse geschenkt, als PDF, kannst du das auch nochmal durchlesen. Also. Wenn es Probleme gibt, meldest dich. Ja, das ist super. Vielen Dank. Ungefähr hast du, glaube ich, alles hinter dich gebracht. Ja. Bitte 6 Wochen tabu. Eine Haarfarbe dran am Ohr gibt immer Entzündungen. Okay. Nach 6 Wochen geht's. Okay. Hat mich gefreut. Ja, ich grüße an die Tochter. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Danke.